Der Sturmpanzer VI 6 Sturmtiger. Herstellung. Eines der neuen Projekte, welches bei dem Treffen der Waffenkommission am 27. Mai 1943 vorgestellt wurde, war der selbstfahrende 28 cm Mörser, auch bekannt als Sturmpanzer 6. Die Idee hierbei war es, ein Infanterieunterstützungsfahrzeug herzustellen, ähnlich dem Sturmpanzer 4, auch bekannt unter dem Namen Brummbär. Der Sturmtiger sollte dabei befestigte Stellungen unter Beschuss nehmen und so der Infanterie die Möglichkeit bieten, weiter vorzurücken. Der Hersteller dieses Ungetüms war Alcat. Ihre Aufgabe war es, einen 28 cm Mörser auf ein Tiger-Fahrwerk zu verbauen. Nach anfänglichen Überlegungen, den Motor vorne zu verbauen und den Mörser in den hinteren Bereich zu verlegen, wurde dieses Konzept aufgegeben und ein erster Prototyp mit konventionellem Design entworfen, was direktes Feuer ermöglichte. Diese Version des Panzermörsers auf einem Tiger 1 Fahrgestell wurde Hitler am 20. Oktober 1943 vorgestellt. Im darauffolgenden Monat wurde bereits Krupp damit beauftragt, neue Tiger 1 Hüllen für den Sturmmörser herzustellen. Henschel übernahm das Fahrgestell und Alcat übernahm die Kasematte und den restlichen Aufbau. Da zu diesem Zeitpunkt bereits die Herstellung des Tiger 1 unter Produktionsengpässen litt, wurde stattdessen Wanne und Fahrwerk von Tiger 1 Panzern benutzt, die zur Hauptinstandsetzung von der Front geborgen wurden, damit die Produktion nicht noch weiter in Rückstände geriet. Die ersten drei Sturmmörser wurden von Alcat am 20. Februar 1944 fertiggestellt. Bis zum Dezember 1944 wurden insgesamt 18 von Alcat hergestellt. Mit den Prototypen eingeschlossen existieren nur insgesamt 19 Stück dieser 68 Tonnen Monster. Aufgrund der niedrigen Stückzahlen kann man bei einigen Fahrzeugen kleinere Unterschiede erkennen. So unterscheidet sich zum Beispiel die Anzahl der Lüftungsschlitze oder das Aussehen des Kontergewichtringes, welcher an der Mündung angebracht wurde, um den Mörser leichter ausrichten zu können. Bewaffnung. Der Sturmtiger verfügte über einen 28 cm Raketenwerfer, welcher eigentlich für die Kriegsmarine zur U-Boot-Bekämpfung von Rheinmetall entwickelt worden war. Dieser feuerte etwa 370 kg schwere Projektile, welche über einen eigenen Raketenantrieb verfügten. Dieser ermöglichte es den Geschossen, eine Reichweite von bis zu 6 km zu erreichen. Dabei erlangten sie allerdings nur eine Geschwindigkeit von etwa 250 Metern pro Sekunde. Man kann sich also vorstellen, dass ein derartiges Geschoss vergleichsweise in Zeitlupe sein Ziel erreichte. Es handelte sich dabei entweder um HE oder Shaped Charges, also Hochexplosivgeschosse, um zum Beispiel Häuser zu zerstören, oder Hohlladungen, welche bis zu 2,5 Meter dicken Stahlbeton durchdringen sollten. Für den Nahkampf wurde eine MG-34 verbaut, zudem wie bei vielen deutschen Panzern noch eine sogenannte Nahverteidigungswaffe. Das größte Problem des Sturmtigers war jedoch die Größe und das Gewicht der Munition. Dies machte das Nachladen eine Aufgabe für die ganze Crew. Die knapp 1,5 Meter langen Granaten konnten im Innenraum nur mit Hilfe einer Laufkatze transportiert werden und mussten mit Hilfe einer Ladeschale samt Einführungsstange in Position gebracht werden. Aufgrund dieser Größe der Munition konnten nur 14 Schuss im Panzer transportiert werden. Dazu zählen bereits die geladenen und auf der Ladeschale vorbereitete Munition. Nach den ersten beiden Schüssen fiel damit die Feuerrate signifikant. Es konnten nur etwa alle 10 Minuten ein Schuss abgefeuert werden. Auch die Aufmunitionierung war keine einfache Aufgabe. Dazu musste mit einem Ladekran, welcher sich auf dem Sturmtiger befand, die Munition in den Panzer gehievt werden. Durch eine dafür auf dem Dach befindliche Ladeluke gelangten die Granaten in den Innenraum und wurden dort mit Hilfe der Laufkatze an den Innenwänden gestapelt. Kampfeinsätze. Die 19 Sturmmörser wurden in eigene Kompanien aufgeteilt mit den Namen Panzersturmmörserkompanie 1000, 1001 und 1002. Zuerst sollten diese jeweils mit 14 Sturmpanzern ausgestattet werden. Aufgrund der kleinen Produktionsmenge wurde dies jedoch auf 4 reduziert. Kompanie 1000 wurde am 13. August 1944 bei Alcat gegründet und Richtung Warschauer Aufstand gesendet.
mit anfänglich nur zwei Sturmtigern, die später noch durch den Prototypen unterstützt wurden. Dies war eine der einzigen Situationen, in welcher der Sturmpanzer 6 für die angedachten Zwecke genutzt wurde. Kompanie 1001 und 1002 nehmen noch in den Ardennen-Offensiven teil mit insgesamt 7 Sturmtigern. Danach wurden die Sturmtiger jedoch nur noch in der Defensive an der westlichen Front benutzt, da zu diesem Zeitpunkt die Wehrmacht nicht mehr in der Offensive war. Fiel auf, wie unbrauchbar die Sturmtiger außerhalb ihrer eigentlichen Rolle der Zerstörung von Befestigungen zur Infanterieunterstützung eigentlich waren. Es gibt noch Berichte über den Einsatz beim Kampf um die Brücke bei Remagen. Dort wurden Sturmmörser Kompanie 1000 und 1001 anfänglich dazu benutzt, um die Brücke unter Feuer zu nehmen, allerdings erwiesen sie sich als sehr unpräzise. Nachdem die Brücke in alliierte Hände gefallen ist, haben sie noch den deutschen Rückzug unterstützt. Während dieses Gefechtes kam es auch zu einem unbeschädigten Abschuss von gleich 3 Sherman M4 Panzern durch ein einziges 28 cm Geschoss, welches von einem der Sturmtiger der Kompanie 1001 in der Nähe von Düren und Euskirchen abgefeuert wurde. Aufgrund der geringen Munitionsmenge, welche schnell zur Neige ging, wurden die Tigermörser bei Rückzug meist aufgegeben oder gefangen genommen. Da auch ihr Gewicht, welches einem Königstiger ähnelt und damit fast 10 Tonnen mehr betrug, als wofür der Tiger 1 ausgelegt war, die Mobilität stark einschränkte und auch eine große Belastung für das Fahrgestell darstellte. Hier kommen wir jetzt mehr so in Richtung Fazit, wo ich euch einfach mal die beiden Modelle nebeneinander gestellt habe oder gefotoshoppt, und dann schauen wir uns doch die beiden mal an und was für Unterschiede es gibt. Wenn wir mal anfangen, uns das Modell genauer anzusehen, fällt sofort die Frontseite auf. Ich finde, hier ist alles schön geworden, alles passt. Der Fahrersichtsblock ist da, der Sichtblock für die Zieloptik ist zu sehen, dann noch der kleine Scheinwerfer vorne rechts und noch die MG-Blende. Alles Nötige ist da. Auch das Mörserrohr finde ich eine sehr schöne Lösung, denn dabei handelt es sich eigentlich nur um ein Treibrad, wo die Hälfte fehlt. Das werdet ihr auch an der Seite, wenn ihr den Panzer seitlich seht, nachher merken können, oder wenn ihr schon mal mit Kobi gearbeitet habt. Das ist halt in dieser Klemmbausteinwelt eine sehr schöne Lösung, um kein eigenes Formteil herstellen zu müssen, sondern dieses Treibrad hat automatisch schon diese, in Anführungszeichen, Lüftungsschlitze und einfach vorne drauf gesteckt, und es stellt halt perfekt in diesem Fall das Mörserrohr dar. Die Rückseite dagegen ist etwas kahler gestaltet. Man hätte hier auf der Heckklappe noch ein paar Details unterbringen können. Man erkennt die Auspuffanlage und ein paar bedruckte Platten, wobei das Äußerste wohl Stahlseile darstellen soll und das Innere die angeschweißte Halterungspunkte für den Kettenschutz. Allerdings hätte ich mir hier ein bisschen mehr gewünscht. Neuere Kobi-Modelle haben das ja hier und da noch, so eine Platte. Hätte ich ganz schön gefunden, wenn da noch was Bedrucktes gewesen wäre. Aber man erkennt die Auspuffanlage, und das ist meiner Meinung nach eins der wichtigsten Teile. Ist ja auch immer noch ein Tiger. Was man allerdings auch noch sagen muss, dass man hier die hintere Einstiegsluke sieht, welche eigentlich ganz gut getroffen ist, auch wenn sie in Wirklichkeit was flacher war. Der Ausleger, also der kleine Kran, wie ich ihn mal bezeichnet habe, ich finde es perfekt, dass er an der richtigen Stelle verbaut wurde. Alles richtig gemacht hier, finde ich toll. Jetzt schauen wir uns ihn mal aus der Vogelperspektive an. Da sieht man wahrscheinlich am meisten, und sofort fallen einem die vielen Gitter auf dem Motordeck auf. Im Modell finde ich hier auch sehr gut getroffen, einmal durch diese ganz normalen Platten, die so ein Gittermuster drauf haben, und halt diese bedruckten noch dazu. Der ganze hintere Teil sieht meiner Meinung nach sehr gut aus, und der Aufbau steht dem Originalen im Nichts nach. Die Munitionsluke ist gut zu erkennen, und auch die fremdverwendete Felge, die ihr von anderen Kobi-Modellen wahrscheinlich aus Grau kennt oder in Grau, findet hier einen Platz als Lüfterersatz. Jetzt, wenn wir uns das Modell noch ein bisschen seitlich anschauen, fällt sofort auf, dass ich die Schaufel falsch herum verbaut habe. Ansonsten gefällt mir besonders die Kettenaufhängung samt Treibrad und Laufrollen, welche ein schönes Gesamtbild darstellen, und auch die kleineren Aufdrucke geben dem Modell noch ein bisschen Liebe. Auch das Balkenkreuz ist natürlich gut getroffen und verleiht dem Modell ein bisschen mehr Persönlichkeit. Da bin ich sehr froh darüber, dass es auch vorhanden ist auf den Kobi-Modellen zum Großteil.
Wenn man mal die beiden Panzer nebeneinander sieht, bereitet es wirklich viel Freude, dass man sofort die Silhouette des Sturmtigers wiedererkennen kann. Natürlich, er ist nicht 1 zu 1, das sind immer noch Klemmbausteine, das ist hier kein Modellwettbewerb. Aber ich finde, die Silhouette ist erkennbar, man erkennt sofort, es ist ein Sturmtiger. Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben, alles so nah wie möglich zu bauen. Ich finde, sie haben einen super Job dabei geleistet und deswegen gefällt mir auch diese Seitenansicht fast schon am besten. Alles in allem würde ich ihm daher jetzt meine imaginären 4 von 5 Sturmtigern geben. Hätten sie hinten die Seite noch den Popo ein bisschen schöner gemacht, hätte er auch meiner Meinung nach 5 von 5 Sturmtigern bekommen. Aber so stabile 4 von 5 Sturmtigern. Besonders für so kleine Spielereien wie hinten den, ich nenne ihn jetzt wieder Kran, mit der Munitionsladung drauf, die natürlich nicht genauso ausgesehen hat. Die war ja, die hatte hinten, das sieht ja aus wie eine normale Fliegerbombe. Aber ich finde es eine schöne Spielerei. Das ist cool, dass es dabei ist. Naja, sagt doch mal eure Meinung unten in den Kommentaren. Ansonsten, das war die Noppenecke. Das hier ist ein ganz neues Videoformat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch einfach mal ein Like oder sowas da, damit ich wenigstens sehen kann, wie gut das hier ankommt. Ich bin wirklich gespannt, wie viele Leute sich das hier ansehen werden. Und ich hoffe, dass es für den einen oder anderen was gebracht hat. Ich finde es halt einfach nur ganz schön, mich über sowas mal dann zu informieren. Ich habe ja schon gemerkt, wir haben einige Experten, die halt wirklich Ahnung haben in den Kommentaren, wo ich mich immer freue, wenn die was zu den Panzern schreiben. Oder auch zu den Schiffen, zu der Yamato habe ich immer wieder mal neue Informationen gekriegt. Da hat mir auch jemand verraten, ich habe leider den Username gerade nicht mehr im Kopf, dass das hinten Katapult war und so weiter. Also ich freue mich immer über solche Informationen. Ich habe das jetzt hier mal ausversucht. Es war tausendmal mehr Arbeit, als ich gedacht habe. Also lasst doch einfach mal mich wissen, ob es euch gefallen hat. Ansonsten wünsche ich euch auch einen wunderschönen Tag. Das war die Noppenecke. Reingehauen.